So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dominik dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Vinota gegen Biggie aka Golgari Chains. Yes. Bei uns Chains immer noch so ein krasses Deck, was viele unterwegs. Oh, meine ich noch fünf. Bei uns Chains wirklich so ein Deck, was wirklich irgendwie hart überlebt hat. Ja. Was wirklich viel gespielt wird. Oh, Chalice of Wilds. Sehr hübscher Chalice. Ach, welches ist das nochmal? Das ist das Full Art aus Ixalan. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dieser Dschungelpokal. Ja, Special Guest oder was das war. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da schon Special Guests waren. Aber auf jeden Fall immer ein guter Start, gerade gegen B-Chains. Aber gegen Chains ist halt Chalice of 2 sehr viel besser. Ich sehe auf jeden Fall ein Reanime. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch ein Scam-Package drin. Das könnte gut sein, vor allem du kannst dir ja auch dann deinen Dude reanimaten, wenn der abgeworfen wurde oder so. Ja, und vor allem das Package braucht ja echt nicht viel. Also. Du brauchst halt Apprentice, Chain, Win. Ja. Nee, ich meine, das ist das Scam Package. Achso, das Scam Package. Nee, das unterstützt ja meistens schon den Deckplan generell. Richtig, vor allem, weil du halt sowas wie Troll oder so ja immer benutzen kannst. Mhm. Petal und Forest. Uff, das ist so noch so mit so einem leichten Speedplan. Es ist halt die Frage, ob Vinota jetzt schnell genug ist. Weil Vinota kennen wir ja mit Vinota, die Kreatur, die im Combat für jede Kreatur, die mit angreift, oh, die obersten Zähne aufdeckt. Irgendwas in der Richtung. Ja, 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 und dann. Da kommt Rot, das ist ein Bombardier. Ist ein Bombardier. Das ist ein Bombardier. Kann halt schnell ausmachen, das Deck. Ja, aber nicht ohne Länder. Also sind jetzt noch zwei weiße Spells auf der Hand. Ja, okay, bei Malo 5 musst du halt nehmen, was du kriegen kannst. Ne? Ja, und dafür ist es eigentlich schon ganz nice. Ja. Dann kann der theoretisch, also die Chalice würde ich auf keinen Fall schmeißen. Nee, 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 das ist einfach nur Beat of 2. Die Chalice machst du nur noch. Wie wird Dinge passieren? Bowmaster. Ping. Ping, ja, der ist, muss aber. Ja, Ping ins Gesicht tatsächlich. Ja, weil Doppelblock wegen Menace. Ja. Das ist interessant. Also hat man nicht die Möglichkeit, jetzt schon die Combo zu machen, weil ansonsten hätte man sich denken können, dass er vielleicht nee, die nee, Combo geht. Noch Reanimate und den. Er muss ja schon mit beiden blocken, wegen Menace, genau. Ja, muss mit beiden blocken, die gehen auch beide drauf. Auf der Hand ist ein Palace Jailer, glaube ich. Palace Jailer und ein. Denke ich mal, ein Palace Jailer bin ich mir gar nicht so sicher, ob es das ist, aber auf jeden Fall Palace Jailer und ein Archon. Okay, Palace Jailer kostet halt zwei Weiße, ne? Das ist nicht schön. Ja, du willst halt mit Vinota halt Humans finden. Du musst ja Non-Humans aufdrehen, um dann Humans zu finden. Ja, stimmt. Aber das war ja auch noch so blöd dabei, also in Anführungszeichen blöd. Ja, wenn du das Deck drauf aufbaust, ist es schon witzig. Und es kann halt sehr cool sein, tatsächlich. Ja, das Deck kann richtig eskalieren. Also das ist schon ein Ding. Ja, ja, die Frage ist halt, Biggie Chains, kann er jetzt schnell genug ausmachen? Ich meine, der muss ja nicht über die Combo gewinnen. Auf der Hand sehe ich das wenig. Und aktuell ist es ja auch so, dass. Also man überlegt hier, glaube ich, ob man die Chalice wirft, aber die wirfst du hier auf keinen Fall. Nee. Kannst du dir nicht erlauben. Nee, nee. Nicht an dem Don't Botste. Do it. Don't do it. No. No, no, no. No, no, no. Ja. Nur wegen dem. Nur deswegen. Ja. Uff. Dann stirbt der andere. Uff. Am Vorblocks. Vorblocks. Warum? Wenn man seinen Progress verliert, aber das einzige Hate-Piece geht doch jetzt. Vor allem jetzt kommt ja, jetzt ist gerade die Verwirrung, ob man jetzt Damage nimmt oder bevor Blocks oder während Blocks. Ich glaube, man hat es, sollte es auf jeden Fall während Blocks machen, dass die Kreatur einfach weg ist. Ja. Der Blocker wird deklariert, du schießt den Bowmaster tot. Und schlägst den anderen kaputt. Und schlägst den anderen kaputt. Jetzt wurde es halt so rumgespielt, dass man halt bevor Blocks den macht. Du kannst halt jetzt für Chains, kann halt jetzt Reanimate auf den Bowmaster machen. Jo, zum Beispiel. Und das ist ein Apprentice of the Hand tatsächlich. Das ist natürlich auch nice. Deswegen, also ich hätte es einfach als halt getrennt. Ja. Ich glaube, da kommt nicht so viel warum. Ich glaube, da kommt ein Apprentice. Oder? Nee, Troll. Oh, Troll. Ah, auf den Fetch Troll und dann Double. Genau, den Search. Mit dem Troll.
Hand auf die Hand. Okay, man hätte auch einfach sagen können, man mit dem Trollenland auf die Hand und geht dann mit dem Ding dann irgendwie surveillen. Mm. Das ginge natürlich auch, aber ja, ich glaube, das will man hier einfach nicht. Jetzt reanimate auf den Troll. Ich würde, glaube ich, schon auf den Troll gehen. Oh ja, Troll. Alles klar. Trollfaust. Einmal auf Maul hauen. Yes. Gerade wenn man sieht, dass der Gegner kein Land gespielt hat, ist es halt easy peasy. Ja, jetzt ist die aber zurück, dann kannst du wollte ich gerade sagen, dann kann er nicht angreifen und der Condition ist nicht erfüllt. Hm. Ja, ist halt Mulligan auf 5 mit einem Stompy-Deck. Stompy-Decks sind halt einfach nicht so gut im Mulligan, muss man einfach sagen, wie es ist. Hm, ja, also Mulligan auf 6 ist schon so okay. Auf 5 ist devastating. So weh. Silden Safekeeper? Ja, klar. Gute Karte. Wow. Gute Karte, der nächste Modern. Ja, das wird auch dumm im Modern, glaube ich. Boah. Boah. Wenn der ein bisschen was verstärken kann, ein bisschen was beschützen kann. Da kommt noch ein... Okay, da ist noch eine City. Das kannst du knicken. Das ist... Ummelummelum. Tab. Boah. Dann... Das ist ein Grief. Boah. Hit für 6. Ja, das war halt schon... Ja, grief dich oder einfach go. Hä? Das ist aber nicht auf, du bist aber nicht auf 7, Kollege. Und Engine Doom. Nicht. Doch, stimmt. Was sag ich denn? Jo, da ist der Conceit. Und an dieser Stelle einmal vielen Dank an meine Patrons, an alle meine Patrons, die mich hier unterstützen, die ihr gerade hier seht. Ganz, ganz großartige Menschen. Und wenn ihr mich vielleicht auch unterstützen wollt, schaut mal rein. Dann könnt ihr mal schauen. YouTube Membership geht auch. Ab 3 Euro könnt ihr mich supporten. Es geht da ein bisschen höher. Irgendwann kriegt ihr auch Stuff und werdet ihr aufgeführt und so weiter. Könnt ihr mal schauen. So, beim Sideboarding glaube ich, ich weiß die Sideboards einfach nicht. Ich kann mir auch bei beiden nicht vorstellen, was sie sideboarden wollen. Boah, Vinota kann Removal boarden? Aber er weiß halt nicht, ob der, er hat den Chainsplan nicht gesehen? Nee, ich glaube, er hat den Chainsplan nicht gesehen. Ich glaube, er geht von einfach nur BG Ding aus. Biggest Scam, dann könnte es schon wieder Mulligan auf 5. Boah. Weil dann kann nämlich sein, dass der jetzt in the blind irgendein Graveyard Hate boardet. Das kann natürlich sein. Uff. Mir sagt go. Oh je, oh Junge. Hm. Ja, BG Chains kann halt Removal reinnehmen auch. Also irgendwie können beide Backs Removal boarden oder halt Vinota in the Blind Graveyard Hate? Ja, das kann sein. Ist halt die Frage, ob du das machen willst. Ja, wenn du halt nicht weißt, dass da halt noch die Chains-Kombo drin ist. Das ist ja das Schöne. Die Chains-Kombo nimmt ja auch nicht so viele Plätze weg. Du hast ja halt 4 von den Nudes und wahrscheinlich 2 Chains. Jo. Irgendwas um den Dreh rum drin. Und da man die noch nicht gesehen hat, ist es halt ein kompletter anderer Angle of Attack. Da haben wir einen Safekeeper. Petal war auf der Hand. Das hätte man noch spielen können, glaube ich. Mm, ja. Hm. Ja, wenn da jetzt so ein Archon kommt oder so, ist halt schwierig. Da ist ein Chalice, glaube ich. Und ich glaube, ein Torpor-Orb. Wofür das denn? Oder? Nee, eine City war das. Okay, true. Ich wollte gerade sagen, ein Torpor-Orb, der wäre ja total sinnlos. Naja, da man auch so ein bisschen mit Adventure spielt, wäre es auf jeden Fall sehr kontraproduktiv. Mhm. Das stimmt, die spielen ja auch noch Adventure. Ja, klar, das sind ja Humans. Mhm. Früher war es noch besser bei White Plummet Adventurer, weil der ein Ork ist. Ach jo. Der konnte den anderen finden. Das war viel cooler. Da hat Magic noch Spaß gemacht. Da konnte man noch Mono White spielen. So schade. So. Bring it back, Wizard. Bring it back. Da ist eine Chalice. Weiß, ach, kommt eine Vinota? Oh nee, es könnte Chalice auf 2 sein. Oh nee. Das ist spicy. Hab ich ganz vergessen, dass die die Karte spielen. Hm. Ja, ja. Ist die Frage, ob du hier mit beiden hättest angreifen sollen. Ich glaube, du hättest einen zurückhalten sollen, damit du blocken kannst. Wegen dem Dings, ja, Safekeeper. Wegen dem Safekeeper. Ich glaube, das wäre safer gewesen. Oho.
Oh, der ist mir gerade gegen Knie gerannt. Wenigstens gegen das Knie. Das Grief plus Reanimate. Das ist schon mal die halbe Miete. Dann kannst du den Follow-up schon mal weghalten und dann holst du dir den Monarch. Ja, okay, aber da machst du halt auch nicht viel. Ne? Kriegst halt nochmal 4 in die Fresse nächste Runde. Ja. Probieren kannst du trotzdem mal gucken, was rein was ist. Es wird. Was ist das denn für eine Karte? Ich habe keine Ahnung. Ist das diese Kicker-Karte, diese schwarze, für ein schwarzes und Kicker für ein schwarzes? Das, ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine Karte, ne? Ja. Da ist ein Chalice, da ist eine Surgical. Ah, deshalb ja. Wollte man das nicht machen. I see. Ah, jetzt okay. Kannst du halt Surgical nehmen und nimmst danach den... Ja, der Typ muss weg. Der Adventurer. Und der Dude muss auf jeden Fall weg. Ja, und dann Reanimate. Reanimate auf den Dude. Ja, Reanimate auf den Dude. Nimmst du den weißen Dude? Auf jeden Fall. Ich meine, Chalice auf 2 kann dich nerven, keine Frage. Aber dafür muss der Gegner wissen, wogegen er spielt. Mhm. Ich glaube, hier fühlt man sich da relativ safe. Was hast du da noch? Das ist noch ein Petal. Lol, ist das ein Topo-Op bei Biggie Chains? Ich glaube, ja. Das sieht irgendwie... Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist ein Topo-Op. Das wäre natürlich sick. Du weißt jetzt nicht, warum das Deck da... Ah, wobei, du verlierst halt weniger wie dein Gegner. Ja, okay, der Grief ist dann halt für 2 Handkarten ein 3-2er Menace, ne? Ja, das ist richtig. Joa, ne? Der Dude. Dann zieht man eine Karte. Ich bin jetzt wahrscheinlich einfach Monarch Ping Pong. Ja, ist die Frage, wie lange. Mhm. Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel ein Land gekommen ist und man einfach die Chalice auf 2 legen kann. Scheint irgendwas gemacht worden sein. Man legt zumindest die Hände auf die... Das wird ein Land sein. Oh, Chalice auf 1. Ja, okay, gegen Reanimate. Ja, Reanimate, Fatal Potion und so weiter. Aber Chalice auf 2 ist halt meistens effektiver. Dann Beat für 2, blockt man ein. Ja, den blockst du auf jeden Fall. Der andere hat Snuff Outest du. Was machst du noch? Wow. Das behältst du jetzt für immer. Wow. Man halt auf 7. Geht mal auf 7, ja. Auf der anderen Seite hättest du so oder so viel Schaden bekommen. Naja, deswegen. Also das ist jetzt... Schon ziemlich fair. Fair and square. So, und jetzt ist ein Land. Jetzt so Combo tot wäre halt... Okay. Ja, Combo tot wäre halt, ist halt immer eine Option. Ziemlich, ja. Bist halt jetzt richtig low on life, ne? Ich würde ja auch nicht angreifen, ehrlich gesagt. Ja, wenn jetzt halt nochmal so ein Vor-Feolingas kommt. Da könnte man jetzt das Surveyland nehmen. Wenn man es sieht. Wollte ich sagen, es sei denn, man möchte den. Nehmen wir möchten Sumpf, okay. Mhm. Vielleicht noch irgendwie so eine latente Angst vor Blood Moon. Ja, vor allem Magus auf dem Mond. Der ist ja auch ein Human. Stimmt, ja. Der kann auch mal spontan aus der Venota hopfen. Viel. Artefakt geht weg. Ist noch ein Grief? Noch ein Grief? Das ist ein One Ring. Okay. Moment. Musst du dem Gegner Schaden zufügen, damit der Monarch triggert? Nö. Doch. Doch, muss Schaden greifen und Schaden zufügen. Hö. Deswegen dumm. Ist jetzt die Runde safe. Ich habe mich ja gewundert, was Topo in dem Deck machen soll. Ja. Ja, und dann stehst du da und auf einmal ist ein One Ring. Denkst du dir so, Dann City, okay. Wahrscheinlich ein 4-Drop. Ja, der, ja. Ja. Boah. Das ist gefährlich. Weil man halt sehr, sehr low im Leben ist und kann hier eine Trap, die halt 5 Damage macht, kann hier ganz schnell Ende machen. Die Frage ist, ob du das Ding jetzt beantwortet bekommst. Ja. Oh. Das ist eine gute Frage. Fuck, Mann. Auf den da kommt eine Ebene. Ebene. Sehr hübsche Ebene. Oh, was ist das für eine? Snowcovered. Ach, die... Also nicht die Pixel Art, sondern die haben ja neulich nochmal Snowcovered rausgebracht. Die sind wirklich hübsch. Tjo, was machst du jetzt? Bowmaster auf der Hand. Ja, ich würde jetzt auf jeden Fall mit dem One Ring noch eine Karte ziehen.
Boah, ja. Ah, nee, kannst du nicht. Sechs Leben, dann bist du tot. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Manuel zieht. Oh, echt? Zieht eine Karte. Krass. Der Greed is real. The Greed is on fire. Ja, jetzt hast du eine Glock. Ja. Forzi, ist ja okay. Ja, du kannst halt immer noch Combo tot machen, ne? Ja, ja, die musst du halt nur ziehen. Ein Removal wäre jetzt halt super. Aktuell ist halt kein Combo tot da, weil halt kein einziges Combo-Piece da ist. Ein Removal und dann ein Angriff. Der dreht schon mal viel. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Das ist halt so bitter. Oh, kannst du dir also wenn man den jetzt tappt, dann muss man auf jeden Fall ein Removal haben. Wenn man den nicht tappt, ist man so oder so tot. Ja, ist halt die Frage, was man jetzt auf der Hand hat. So was wie ein Dismember oder so wäre jetzt halt gut. Mhm. Da kannst du ja fair und square spielen. Ist noch ein One Ring. Das ist wiederum ziemlich gut. Nächste Runde kommt Trap, ne? Nee, nächste Runde kommt +2/+2. Dann würde ich fast schon. Ah, +2/+2 ist halt auch schon tödlich. Das ist halt rum. Das ist halt jetzt on spot verloren. Der kann den nicht blocken, ne? Nö. Weil der sich selber Schutz gibt, ne? Jo. Das ist doof. Oder man da reagiert jetzt noch. Ja, nee, da hätte man den One Ring letzte Runde spielen sollen. Hm. Oh, Junge. Das, also wenn jetzt nichts passiert. Ah, da wird jetzt nochmal gecheckt. Ja, ja, aber er kriegt halt beim Angreifen, kriegt er so oder so Schutz vor Creatures. Also Protection from Creatures. Und er hat halt den Explore 1. Das heißt, man deckt die oberste Karte des Decks auf. Wenn man ein Nichtland aufdeckt, kriegt er eine besonders 1 Marke und man kann sie in Friedhof legen, wenn man möchte. Und wenn es ein Land ist, nehmen wir sie auf die Hand. Deswegen, also es ist halt. Schon um. Man geht jetzt in Combat. Greift an, Trigger. Dann tappt er sich, ne? Oder so. Nee, halt, ja. Das Ding nimmt ein Land auf die Hand und macht man halt 4 Damage. Dann ist man in der Abgibt tot. Jo. Ja, da hätte man den One Ring spielen müssen. Aber ja, dann wäre man halt da drauf die Runde mit der Trap tot. Auch das sehr gefährlich, dementsprechend. Ja. Hm. Sehr viel Leben verloren gegen ein Aggro-Deck, was einen sehr langsamen Start hatte. Natürlich schon krass, ja. Aber na gut, was will man machen? Gucken, ob wir diesmal keinen Mulligan haben. Wäre zu wünschen. Ja, Minota kann eigentlich sehr, sehr gute Starts hinlegen. Sieht aber ganz gut aus. Yeah. So, jetzt ist die Frage, was Chains rockt. Aber es sieht schon wieder nach einem Mulligan aus. What? Also mit Mulligan. Oh, keine Karte, doch eine Karte drunter legen, mindestens eine. Okay. Ja. Das ist aber noch verschmerzbar. Ja, eine ist machbar. Oh. Jetzt kommt tatsächlich eine Leyline. Ja. Oh, da ist auf jeden Fall eine Chains auf der Hand. Thoughtseize. Das kann halt je nachdem das komplette Hand auch hart zerroppen. Jo, Thoughtseize kann richtig eklig werden. Ja, das ist eine City in Caracas. Ja, nimmst du den Affen, ist er tot. Chalice, ein Affe. Und Solitude. Also theoretisch, wenn du schnell Combo machen kannst, nimmst du Solitude. Ja, nee, brauchst du nicht aktuell nicht nehmen. Der Affe und der macht nix. Nein, der macht halt Caracas Go. Ja. Was dir egal ist. Ja, finde ich nice. Er nimmt die Chalice. Okay, wahrscheinlich, weil er. Ja, macht er halt immer noch nicht so viel in der ersten Runde. Ja, stimmt. Außer er zieht was, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was er hier ziehen sollte. Was einen Goblin. Goblin kann schon problematisch sein. Ich weiß gar nicht, ob der Goblin spielt. Doch, den auf jeden Fall den Rebel, ja stimmt. Er muss ja und den Rebel-Meister spielt er wahrscheinlich. Halt irgendwas. Er muss ja irgendwas an Dingen rauskommen. Wasteland. Da ist noch ein Wasteland auf der Hand. Nächste Runde wird schön, sagst du. Oh, Junge. Das sind die guten Spellplays. Go. Go, Wasteland, go. Legacy at its finest. Ja, Reanimate kannst du halt gerade auch kleben, ne? Obwohl, wenn er irgendwann Solitude zünden muss. Ja, man kann auch beim Mietner reanimaten. Die Layla nimmt nur einen Friedhof raus. Richtig, das darf man nicht vergessen.
Oh. Oh je. Legt man jetzt wieder die City-Scheiße? Nee, macht man nicht. Das Problem ist halt wirklich, wenn man dann hingeht und das macht. Aber man hat auf jeden Fall die Chain auf der Hand. Oh je. Es ist halt die Frage, ob man den Apprentice hat und ob man vorher das Solitude loswerden will. Zap. Und dann ist die Frage, was man jetzt droppt. Chromox. Oh. Und die Solitude weg. Und dann wahrscheinlich den Archon. Ja. Archon ist gut. Archon sagt, Non-Basics Spieler, kommen getappt ins Spiel. Ne? Genau. Und jeder Spieler darf nur einen Spell pro Runde spielen. Ja, Chainsome geht auch ja gekonnt. Das ist richtig. Aber, ja, was macht trotzdem? Bowmaster? Ja. Können jetzt baiten. Bait des Jahrhunderts machen und angreifen. Ja. Wenn er dann blockt, dann macht man halt so Bowmaster. Ja, ist irgendwie Bowmaster Tribal da gerade, ne? Das sind noch zwei auf der Hand. Ja, hier hätte ich auf jeden Fall mit dem Ork, reingehauen. Der Ork, die Ork-Army konnte hier frei angreifen. Ja. Und du blockt er und das wäre schlecht für ihn gewesen. Oder er blockt nicht. Und du spielst das Paddle. Und du spielst das Paddle, genau. Ja. Hm. Boah, kommt da jetzt echt ein Four-Drop? Oder? Nee? Three-Drop. Oh, da ja. Ist der Rebel Master. Der wunderhübsch aus dem Secret Lair. Oh. Zum Valentinstag Secret Lair. Ist das widerlich, ey. Ist großartig. Auch die Goblins sind ja daraus. Deswegen ist es richtig toll. Bitte töte mich, ey. Ja, dann. Block, schieß ihn, Block. Was? Hä? Damage vertan! Man hätte hier ins Gesicht schießen können und damit nur 2-2er blocken können. Jo. Hätte man sich ein wäre auf 18. Mal sehen, ob es relevant wird. Oh, ich glaube, da ist ein Apprentice. Da ist ein Apprentice. Die Chains hat er, glaube ich, auch auf der Hand, ne? Ja. Tasty. Ja, es ist tasty, aber man kann halt ja auch falsch laufen. Aber ich glaube, du bist weit genug vorne, dass du es einfach probieren kannst. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oder du spielst halt jetzt das Paddle und hast nächste Runde beides. Ah ne, kannst du nicht. Du hast ja nur einen. Du hast nur ein Spell, deswegen musst du das nicht, genau. Deswegen musst du halt. Okay, Paddle, okay. Dann hast du immer noch. Er hat immer noch ein Bowmaster. Genau, ist noch ein Bowmaster. Nur der und der Goblin, der angreift. Dann das. Shoot den Goblin. Auch wenn es halt der falsche Move ist. Ja, es waren halt schon zwei Schaden, die weg sind. Merket, Kinder. Erst hauen, dann bauen. Nee, vor allem wichtig, wenn man sowas hat, dann anders das machen. Angriff. Wenn man sowas hat, dann immer erst ins Gesicht pingen und mit der großen Kreatur blocken. Jo. Und ansonsten kommt jetzt wahrscheinlich der Apprentice. Weil wenn der Gegner den removed oder zumindest destroyed, kann man immer noch reanimaten im Notfall. Nee. Nee, kann man nicht. Das ist das Problem. Aber er kriegt ihn ja theoretisch nur mit Solitude weg. Und Solitude kann er dann selber reanimaten. Oh je, das Double Chromox in der Hand noch. Das ist nicht gut. Nee. Ich hab Plastik im Blut. Ich glaube. Warum greift der? Okay. Den blockt er jetzt mit dem? Das verstehe ich auch nicht. Oh. Ich verstehe es auch nicht. Eier aus Stahl, ja. Ey. Jetzt macht man einfach Chain und Chain Sprint. Und Go. Ja, aber tut dir noch fake-mäßig angreifen, ne? Nee, nicht mit den echt. Ha. Huh. Interesting. Warum tötest du ihn nicht einfach? Just kill it? With fire! Kill it. Legt, tötet es, bevor es Eier legt. Ja. Und dann. Und Chain. Das heißt, man targetet sich selber, wirft Millionen mal Handkarten ab und der Gegner verliert jedes Mal ein Leben. Man kriegt ein Leben. 2-1 für Biggie Chains gegenüber Vinota. Spannende Matchups dafür, dass so viel gemulligan wurde. Echt krass. Finde ich gut. Finde ich cool. Deswegen vielen Dank für immer mal wieder an die Leute, die da mitspielen. Und ja. Ich hoffe, das ist halt ganz cool. Das ist ein Surge Glock der Hand, die macht halt nicht mehr so viel. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Ciao, ciao.